Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dungeons 2. So, wir haben ja jetzt hier die Aufgabe, das widerlich gute Einhorn zu töten. Und mal gucken, ob wir das auch hinkriegen. Ne? Also, wir werden hier wohl wahrscheinlich noch Hilfe brauchen, hat er gemeint. Na gut. Können wir halt nicht ändern. Aber wir haben sonst auch soweit alles da, was wir eigentlich auch benötigen. So, jetzt werden wir erstmal ein paar Schnodderlinge anheuern hier. Gerüchte besagten, dass es hier eine alte Höhle gab, die ehemals von Orks bewohnt worden war. Vielleicht würde das ultimative Böse dort seine Antworten finden. Okay. So, jetzt müssen wir aber hier erstmal Gas geben, dass wir hier auch klarkommen. Ich habe auch noch keine Tüftlerhöhle, sehe ich gerade. Und ich denke mal, das Ding hier eins größer zu basteln, wäre auch nicht so schlecht. So und so. Mal hier richtig schnell Stoff geben, damit das auch klappt. Ah, jetzt sind wir erst bei 8 Schnodderlinge. Ich will immer Imps sagen. Ich bin halt das von Dungeon Keepers gewöhnt. Da hat man halt immer Imps statt Schnodderlinge gehabt. Aber es sind ja Schnodderlinge. Ja, da ist mir noch ein Absatz entwischt. Entschuldigung. 3 aufstrebende Allianzstädte befanden sich in der näheren Umgebung. Vormals handelte es sich dabei um Industriestädte mit geregeltem Handwerk, das goldenen Boden hatte. Doch die Bankenbranche hatte in den letzten Jahren geboomt und somit waren mittlerweile alle Bewohner im Bankensektor tätig. Vernetzt waren diese Städte über ein bewachtes Straßensystem, das gemeinhin als Wall Street bekannt war. Ist das von Belang? Ich glaube nicht. So. Soll ich erstmal die ersten 2 Nagas genommen, damit die uns hier auch mal Mana beschaffen können, weil damit können wir ja dann hier auch die Hordengröße erhöhen. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen hatten. Das ist natürlich sehr schön. So, jetzt müssen wir hier aber auch den Braukesselbereich mal ein bisschen verbessern. Und ja, okay, wir müssen jetzt hier den Braukessel, der in der Mitte stand, mal abreißen, hier einen hinstellen und hier einen hinstellen. Wir machen mal 3 Stück, weil wir werden ja jetzt, denke ich mal, ordentlich Bier brauchen. So, das Lazarett bauen wir natürlich auch fertig aus. Wir wollen ja hier keine Kreaturen verlieren durch Unachtsamkeit. Kurz die Betten einmal weg. So. So. Und schon kein Geld mehr. Läuft noch nicht so richtig rund, würde ich sagen. Und eine Tüftlerhöhle brauchen wir auf jeden Fall. Die haben ja noch gar nicht angefangen. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal gucken, dass wir eine Tüftlerhöhle bauen. So. Aber bei 10 Schnodderlingen müsste das doch eigentlich relativ fix gehen. Natürlich so viel Gold. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen hatten. Ja, das klingt doch schon mal sehr, sehr cool. Staatshilfen hatten eine der bedrohten Banken in Form eines Goldesels erreicht. Solch eine gut funktionierende Finanzblase lockte neben den Bankstern auch immer Helden an, die ihre Beute aus dem letzten Streifzug einlagern wollten. Als dies getan war, marschierten sie zielstrebig auf den nächsten ihnen bekannten Dungeon zu. Dummerweise gehörte dieser dem ultimativen Bösen. Und dieses war ein Ziel, an dem sie sich die Zähne ausbeißen würden. Das ultimative Böse würde keinen weiteren Goldtransport zu einer der in Not geratenen Banken mehr durchlassen, um so ein zusätzliches Heldenaufkommen zu verhindern.
Ja, gierige Menschen machten dem geizigen Bösen im Untergrund den Platz streitig. Sie würden auf äußerst schmerzhafte Art und Weise lernen, dass das Böse niemals teilt. Okay, gut. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen zusehen, dass wir hier jetzt mal die Räume fertig kriegen. So, wir müssen natürlich auch die Räume wieder schließen. Das heißt, so muss das richtig sein. Dann können wir hier den Gang aufmachen. Und Fallen haben wir jetzt auch noch nicht wirklich. Haben auch noch keine Orks und nichts. Und oh. Machen wir erstmal die Bevölkerung erhöhen. Und wir holen uns natürlich noch einen zweiten Goblin. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ah, kann ich gerade nicht verhindern. Aber es sind noch einfacher. Hoffe ich, einfacher. Aber wir haben hier so einen Gobomat. Der kann auch Kisten herstellen. Das ist auch ziemlich gut. Na komm, macht sie alle. Wir dürfen die Wand nicht kaputt machen. Ah, zu spät. Okay, jetzt heilt sie sich selbst. Also sie tankt damit. Heal tanken. Wer kennt das nicht? Na komm, Naga, schießt sie tot. Aber ihr müsst mir doch den Raum hier fertig machen. Also ich muss den Raum fertig machen. So. So. Ist er jetzt bei einer Effizienz von 98? So wird das doch eher was. Nein, da gehst du noch nicht hin, bitte. Ich geh hier Mana machen. Das wäre mir doch lieber. So, dann müssen wir jetzt natürlich hier die Tüftlerhöhle noch vergrößern. Die kriegen wir auch nicht wirklich groß hin. Aber ihr habt den Zauber fertig. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt auch den nächsten Orks anheuern. Wäre auch ratsam, denke ich mal. Wenn wir uns noch ein paar Orks dazu holen. Okay, wir haben hier welche, die beten gerade den Tempel an. Das ist auch nicht so toll. Hier geht's, glaube ich, zum Spinnennest wieder hin. Na gut, gehen wir erstmal hier oben das Gold abschürfen, was da noch ist. Denn wir brauchen sehr viel Gold. Dann können wir das ja hier gleich wieder auffüllen mit Erde. Dann können wir schon mal einen Ork anheuern. Ah, den zweiten kriegen wir auch gleich hin. Hoffe ich. Ansonsten kriegen wir bald wirklich ein Problem. So. Jetzt gibt man hier ein bisschen Stoff, weil wir brauchen Gold. Meine Schnodderlinge. Los. Arbeiten. Zügiger. Weil die Tüftlerhöhle ist noch nicht fertig. Und das Lazarett ist noch nicht fertig. Jetzt macht man hier ein bisschen Gummi. So, wir gehen hier einfach jetzt mal der Goldspur so ein bisschen lang. Und ihr macht mir hier auch wieder schön Erde hin, ne? So wie sie es natürlich gehört. Und dann stellen wir uns hier nochmal eine Gerätschaft hin. Ich denke mal, es wäre sogar besser, wenn wir drei Gerätschaften aufstellen. Ah, mal gucken. Müssen wir erstmal hier die Tüftlerhöhle fertig machen, damit die Effizienz von dem Raum auch besser ist. Jetzt ist sie bei 90. 350 Gold brauchen wir. Es war wieder einmal Zeit für einen Goldtransport. Ja, den können wir nicht verhindern. Das ist ja das Problem. Wir kommen hier mit unserem Dungeon gerade null voran. Ja, und da haben schon wieder welche Leute Langeweile. So, dann holen wir uns hier schon mal das nächste Upgrade. Damit wir noch mehr Leute haben können. Na komm.
Hack das Gold ab. Wir brauchen mehr Gold. So, und dann stellen wir jetzt hier einfach mal so mittig. Ah, hier so an die Wand. So, noch eine Maschine. Drei Stück können wir machen. Also dürfte es eigentlich auch passen. Dann machen wir uns noch den nächsten Goblin. Halt. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen hatten. Das ist cool. Es ist Zahltag. Das ist nicht cool. Wir haben nur noch 200 Gold. Zahltag ist nicht so cool. Und hier müssten wir dann auch mal zusehen, dass wir hier die Leute vertreiben. Dafür brauchen wir aber, denke ich mal, noch mal ein paar mehr Orks. Die wären nicht so schlecht. Und Gold vor allen Dingen. Wir brauchen jede Menge Gold. Jolt, jolt, jolt. So, gehen wir erstmal hier noch ein bisschen lang. Ah, hier oben haben wir auch noch ein bisschen Gold. Das können wir auch aber abarbeiten. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen hatten. Ja, das heißt, ein Goblin muss gehen. Tschüss. Weil drei Goblins, denke ich mal, dürften reichen. So, hier in die Ecke auch ein bisschen weiter rein. Was haben wir hier? Maximale Bevölkerung wurde erhöht. Können sogar nochmal machen. Gar nicht so schlecht. Bildet die Horde. Ja gut, dann erforscht das mal. Und dann holen wir uns natürlich jetzt noch die restlichen Orks, die uns noch fehlen. Ah, hier gibt es aber noch ordentlich Gold. Immer noch hatte das lahmarschige Böse nicht die Orkhöhle untersucht und hatte deshalb bisher keine Möglichkeit gehabt, das Einhorn zu besiegen. Vielleicht wäre es nun doch endlich an der Zeit gewesen, diese Höhle zu untersuchen. Ja, sofort. Ich gebe mein Bestes. So, dann machen wir hier nochmal das Lazarett. Wir sind jetzt auch bei maximaler Versorgung, heißt, wir nehmen uns jetzt alle Orks, alle Nagas und schmeißen die jetzt hier ab. So, und jetzt haut sie kaputt. Macht sie weg. Ich will nämlich hier unten auch das Gold haben. Na los, verprügelt sie. So, und in der Tüftlerhöhle muss ich mal gucken, was habe ich denn schon? Einfache Tür habe ich noch nicht. Und ich habe auch noch nicht eine Falle. Der letzte Arbeiter war aus der Goldmine vertrieben. Dieser Bereich des Untergrunds war nun fest in der eisernen Hand des ultimativen Bösen. Also in seiner Hand des Terrors. Ansonsten konnte er sich ja nicht groß bewegen. Eine weitere Bank war durch üppige Staatsanleihen gerettet worden. So, was haben wir denn hier jetzt? Der Regenerierende. Oh, das hört sich doch gut an. Hey, Orki, hier, schenke ich dir. Jetzt regenerierst du. Und wir müssen jetzt hier mal zusehen, dass wir jetzt hier auch unsere Verteidigung aufstellen. Und natürlich hier auch eine externe Schatzkammer, würde ich schon sagen, errichten. Wenigstens so eine kleine. Ja, den können wir eigentlich auch mit markieren. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Das passt ja jetzt endlich gerade gar nicht. Aber gut. Schön alle abwerfen.
kann ich hier das Ding einfach reinschmeißen und die kriegen alle Heal? Jawohl. So, jetzt haut mal hier ab, weil wir wollen hier arbeiten. Und ihr nervt, ihr wahrlich guten Helden. So, dann könnten wir ja rein theoretisch hier... nee, falsch. Auch ein bisschen aufmachen. So. Oder zumachen in dem Fall. Ist es ja eher... Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Eklig. Da gebe ich dir recht. Ah, die will ich jetzt nicht noch bekämpfen. Und jetzt erstmal gucken, dass wir hier halt so eine Art Falle aufstellen. Ja, was heißt so eine Art? Eigentlich müssten wir hier eine Falle aufstellen. Die wir eigentlich auch erstmal erforschen müssen. Hahaha. So, wir haben nämlich noch gar keine Fallen. Das heißt, wir müssen erstmal alle drei Fallen erforschen. Dann seht mal zu, meine Schnatterlinge. Ich weiß, ihr habt jetzt gerade ein bisschen viel Arbeit hier. Tag. Oh, das wird teuer, das wird teuer. Wir haben nämlich jetzt schon nicht genug Gold. Dabei haben wir schon 10 Schnatterlinge. Ah, ist so die Frage, wie viele Schnatterlinge brauchen wir eigentlich so im Ganzen? Oder kriegen wir die Schnatterlinge vielleicht auch irgendwo aufgewertet? Das wäre... Entschuldigung. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant zu wissen. Einen Blitzschlag haben wir auch noch nicht. Den können wir eigentlich auch mal erforschen lassen. So, und hier dürfte es jetzt langsam aber sicher auch richtig zugehen. Machen wir die Ecke auch zu. Und dann müssen wir ja mal gucken. Da ist noch nichts erforscht. Blöder Zahltag. Warum das hier jetzt wie ein Spinnding aussieht, weiß ich auch nicht. Aber gut. Scheint halt hier noch zum Spinnendungeon zu gehören. Die Ecke. Na los, Schnatterlinge, gib Gas. Die nächste Karawane kommt gleich. Und wir sind ja hier unten. Ha. Das ist auch cool. Mit dem Typen da. Oh. Jetzt weiß ich auch, wo das Problem ist. Hier oben ist noch ein Kristall und da rennen die halt immer hin. Das ist das Problem. Ah, das habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Deswegen arbeitet jetzt natürlich auch keiner der Schnatterlinge wirklich sehr effizient. Wieder einmal war eine Bank in Not geraten und schrie lautstark nach Staatshilfen. Ein Goldtransport machte sich auf der Wall Street auf den Weg. Ah, das ist der Gobobot, okay. Den wollte ich nämlich gerne mitnehmen. So, dann probieren wir es mal. Den Weg dahin. Ah, Füchse. Macht sie alle. Wunderbar, dann geht's weiter. Oh, Gegner. Ah, bis jetzt geht das ganz gut. Ich liebe diesen Gorobot. Ah, TP, das ist auch sehr schön. Wurden alle gleich wieder voll geheilt. Euer Dungeon ist voller Joghurt. Joghurt?
soll denn das? Da ist ja überhaupt kein Joghurt. Ach so, ah, das muss eine von diesen lustigen Anspielungen sein, von denen immer die Rede ist. Eine lustige Anspielung. Ach du Scheiße, das haben sie ja wirklich aus Dungeon Keepers. Ist aber wirklich eine gute Anspielung. So, weiter rennen. Das Problem ist halt, ich glaube, da oben gehen die lang. Also völlig falsche Richtung. Von uns gesehen. Ah, machen wir hier erstmal weiter. Und brutzeln hier alle nieder. Sehr schön. Wo geht's hier hinten runter? Ich glaube nicht, dass ich den Weg finden werde. Ah, die Kreaturen des ultimativen Bösen hatten an der Oberfläche einen Zugang zur Unterwelt entdeckt. Es wäre sicher weise gewesen, diesen Zugang zu sichern, um diesen Eingang so für sich zu beanspruchen. Mit Leichtigkeit nahmen die Kreaturen des ultimativen Bösen den Bereich ein und machten damit den Zugang zum Untergrund frei. Cool. Das heißt, jetzt haben wir hier unten die Spinnen auch bekämpft. Und wenn wir das dann offen haben... Ja, das bringt uns aber auch nicht wirklich weiter. Also muss hier oben ja genau sowas sein. Na gut, dann brauchen wir jetzt wieder alle Orks. Dann machen wir erstmal die Orks hier. Und machen jetzt hier erstmal sauber im Dungeon. Und du gehst von der Wall Street mal wieder runter, gehst mal erstmal wieder rein. Damit haben wir wenigstens wieder ein bisschen Freiraum. Hier machen wir eine Schatzkammer noch drum. Und was haben wir hier gefunden? Regenerierend. Ja, hey, der nächste Ork. Bitteschön. Auch du darfst regenerierend sein. Es ist Zahltag. Es ist kein guter Tag. Jedenfalls nicht für das ultimative Böse. So. Jetzt haben wir hier auch noch eine kleine Schatzkammer errichtet erstmal. Jetzt weiß ich aber nicht, von welcher Seite aus die angreifen. Das ist jetzt so... Ja, ich weiß es nicht. Und hier konnten wir es natürlich nicht verhindern. Kommen die jetzt immer von der Seite aus oder kommen sie immer auch mal von anderen Seiten? Wieder einmal hatte ein Goldtransport eine Stadt erreicht und damit eine Bank gerettet. Okay, gut. Den warten wir jetzt nochmal ab, aber in der Zeit hau ich hier mal die Wächter kaputt. Ich sollte die Nager dazu holen. Die scheinen doch ein bisschen stärker zu sein. So. Ah, siehst du, dann lässt sogar noch einer ein Buch fallen. Produktive. Goblins. Der erstbeste Goblin. Na, okay, der kriegt das nicht. Aber der hier, der ist produktiv. Finde ich. Also sollte er sein. Dann lassen wir das Gold noch stapeln. Und hier natürlich auch nochmal. Das haben wir erforscht. Hier haben wir auch alles erforscht. Und den Wachraum müssten wir noch erforschen. Und hier sind jetzt alle kaputt. Wunderbar. Dann machen wir hier natürlich auch so ein Magiezentrum draus. Wäre, denke ich mal, nicht so verkehrt. Und die kommen jetzt von unten. Gut ist, dass wir jetzt hier halt ein bisschen mehr aufgescoutet haben. Und dass das dann auch sichtbar bleibt. Das heißt, wir wissen jetzt, von wo die Gegner kommen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier schon die Orks. Und die Nagas. Und jetzt nehmen wir uns auch noch alle Goblins. Und dann schmeißen wir die hier einfach ab. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Und dann prügeln wir sie kaputt. Ja.
So, sehr schön. Und dann nehmen wir uns hier die Orks, die Nagas und den Gobobot. Der ist das. Die anderen beiden dürfen weiterarbeiten. Auch wenn wir jetzt keine großartigen Fallen haben. Wäre das besser, wenn die jetzt weiterarbeiten? So, und dann laufen wir hier weiter. Wir sollten ja eigentlich auch zu der Höhle, aber ich würde erstmal hier ein bisschen weiter scouten gehen, damit wir auch wissen, wo der nächste Goldtransport, der kommt ja auch in 2 Minuten 30. Damit wir diesen auch endlich mal abfangen können. Vielleicht kriegen wir dann auch keine Gegenwehr mehr. In diesem Bereich der Außenwelt befand sich der Eingang zur alten Orkhöhle. Das ultimative Böse wies seine Kreaturen an, diese zu betreten, um etwas Nützliches im Kampf gegen das Einhorn zu finden. So, machen wir sie weg hier. Das läuft ganz gut. Platzen wir die Fliegen. Okay, das Einhorn müsste ja dann hier irgendwo in der Mitte sein. Von der Anfangskatzin her. Oh. Dieser Bereich der Außenwelt beherbergte einen alten, aber funktionsfähigen Heldeneingang, der in den Untergrund nahe des Dungeons führte. Das ultimative Böse entschloss sich, diesen zu sichern, um so einen weiteren Schleichweg an die Oberfläche nutzen zu können. Einer ist jetzt gestorben. Das ist leider ein Ork gewesen. Hoffentlich keiner mit Regenerativ. Oder? Nee, ist ein normaler Ork gewesen. Der Bereich um den alten Heldeneingang war gesichert. Fortan konnte ihn das niederträchtige Böse für seine Zwecke nutzen. So, machen wir hier oben nochmal sauber. Und gucken uns hier oben auch nochmal ein bisschen weiter um. Ah, hier oben können wir auch noch ein bisschen scouten. Oh, hier sind aber viele Gegner. So. Da kommt. Macht sie weg. Verbrennt sie. Okay, und hier müsste es ja jetzt zu dieser einen Festung zurückgehen. Gucken. Ob wir hier das jetzt auch noch brauchen. Oder uns hier vielleicht ein bisschen gemütlich machen können. Ah, hier unten sind auch noch Helden. Weil die töten, dann denke ich mal, dürfte das auch gehen. Ah, sehr schön. Es war wieder einmal Zeit für einen Goldtransport. Der diesmal sogar von unten startet. Aber wir haben jetzt den Vorteil. Wir haben jetzt alle drei Bastionen. Oh, wo geht denn der hin? Zahltag. Können wir hier einfach mal durch? Ich hoffe doch. Ah, das ist der nächste Turm. Speichern. Ich weiß halt nicht, wo der kommen wird. Na los, brennt sie nieder. Fackelt den Turm ab. Ah, hier unten stehen die jetzt. Und dadurch, dass wir das jetzt hier übernommen haben, können wir jetzt auch hier weitergehen. Was ich da jetzt eingesammelt habe, ich weiß es nicht. Den Goldtransport angreifen, los! Mach ihn nieder! Zumal der Flächenschaden von diesem Gobomats ist auch übertrieben. Der fackelt den einfach ab. Ein weiterer Goldtransport wurde von den Kreaturen des abscheulichen Bösen aufgehalten. Sehr schön. So, und jetzt kann ich euch erstmal wieder zurückschicken. Und jetzt hier erstmal gucken. Also hier oben wäre dann der Weg irgendwie in der Richtung. Na, mal schauen. Erstmal alle wieder nach Hause schicken.
Gold kommt hier eigentlich recht gut rein noch. Heißt, wir machen hier natürlich noch ein bisschen besser. No? Muss ja auch sein. Und ja, es kommt gerade kein Angriff rein. Das ist ziemlich cool. Das heißt, wir holen uns jetzt natürlich noch einen Ork. Damit wir auch wieder bei der maximalen Grenze sind. Und hier einmal maximale Erhöhung. Oh, hier wird gerade wieder fleißig produziert. Das ist gut. Den sollte ich jetzt aber auch endlich mal anfangen, hier die Fallen aufzustellen, weil ohne Fallen macht das doch keinen Spaß. So, machen wir hier erstmal so eine einfache, super easy, leichte Fallenkombi. Hat ja letztes Mal ganz gut geklappt. So, dann stellen wir hier noch eine Kiste dran und... Ah gut, hier geht das schon wieder nicht. Mann! Dann bleibt da jetzt nur eine Kiste stehen und dann machen wir hier eine Tür vor. So, und hier machen wir dasselbe jetzt auch nochmal. So eine kleine Falle würde sich ja eigentlich anbieten, aber... Oh. Was haben wir hier denn? Spinnentöter. Plus 15% Schaden. Gobobot. Wo bist du, Gobobot? 15% Schaden, das hört sich doch sehr, sehr schön an. Nee, da ist er noch. Habe ich dich eben gar nicht gesehen. Jetzt bist du der Spinnentöter. Okay. Hier bräuchten wir eigentlich auch eine Falle. Aber hier habe ich so viele Löcher und so. Und hier ist auch eine Schatzkammer. Ja. Verlassen wir uns erstmal auf diese Falle hier. Damit ist dann erstmal ein bisschen was gemacht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch so langsam mal den Cut. Kann momentan nicht weiter verbessert werden. Oh, wir sind also jetzt auch bei maximalen Versorgung. Okay, gut. Aber wir machen, wie gesagt, jetzt den Cut hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.